Hallo zusammen und willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute geht es um ein Netzteil von AceFast, das 218 Watt Power liefern soll. Das ist ein besonderes, das sieht richtig cool aus und deshalb habe ich mir gedacht, das ist ein tolles Produkt für den Kanal und das schauen wir uns jetzt einmal gemeinsam an. Los geht's! Einmal der Stecker. 1,5 Meter lang, das heißt, da habt ihr auch ein bisschen Luft bis zur Steckdose. Dann haben wir einmal die Bedienungsanleitung, ein Quick Start Guide und dann eben das eigentliche Netzteil. Mehr ist gar nicht drin. Leicht eingepackt. Jetzt seht ihr auch schon, was hier das Besondere ist. Also wir haben hier so ein leicht durchsichtiges Cover vorne drauf. Und wir haben zusätzlich noch ein Display, das hier nochmal durch so eine Folie geschützt ist. Und so setzt sich das ganz klar von anderen Netzteilen ab. AceFast Explore the Future. Also sieht stark aus. Wir haben drei USB-C und einen USB-A Anschluss. Einen Knopf, über den wir diverse Funktionen noch zeigen können. Dann das Display. Das ist für mich so das Hauptfeature von diesem Netzteil. Unten habt ihr so leichtes Gummi, wo ihr einfach das einfach dafür sorgt, wenn das so auf einem Tisch liegt, dass man das dann dort eben nicht einfach so rumschieben kann. Wenn wir das jetzt auf der Rückseite haben, dann kann ich das einfach schieben. Wenn ich es hier habe, dann liegt das ganze Teil schön fest. Auf der Rückseite ist dann noch der Anschluss für den Stecker, der dann in die Steckdose kommt. Und so haben wir hier insgesamt vier USB-Anschlüsse, die je nach Kombi bis zu 218 Watt Leistung liefern. Es gibt vier Modi dafür und die gucken wir uns jetzt einmal an, nachdem es eingesteckt ist. Jetzt sieht man das hier auch schon richtig gut. Wir haben hier das Display vorne dran, wo ich genau sehe, wie viel Watt pro Ausgang rausgehen. Also ich habe hier C1, C2, C3 und A1, eben für die einzelnen Ausgänge. Ich habe hier maximal stehen, wie viel maximal geliefert werden kann. Und ich habe oben stehen, wie viel tatsächlich rausgeht. Jetzt bin ich hier im Modus A. Da sehe ich 100 Watt, 65, 30, 18. Drücke ich hier einmal drauf, bin ich im Modus B, dann sehe ich 65, 65, 65, 18. Also so könnt ihr die unterschiedlichen Wattleistungen einfach verteilen. Zum Beispiel den USB-A ausmachen, weil ihr den gar nicht benötigt. Und das ist natürlich ein Riesenfeature, durch das ihr dann wirklich genau steuern könnt, wie viel Leistung an welches Gerät rausgehen soll. Finde ich total praktisch, das probieren wir jetzt mal aus. Einmal hier meine Mini 3 Pro Drohne, die ich einfach mal in den C2 einstecke. Und dann habe ich noch die GoPro hier. Und hier sehe ich jetzt, ich habe jetzt über den ersten Ausgang eine Leistung von 2 Watt, die hier rüber geht. Das zeigt er mir auch an dem Ladekabel an. Das ist ein Ladekabel, das das auch noch mit anzeigt. Also 1, 1,5. Es liegt irgendwo in dem Bereich. Die Drohne lädt mit 30 Watt und so habt ihr tatsächlich einen Überblick, was da rausgeht. Bei dem Netzteil habt ihr wirklich den vollen Überblick, habt aber natürlich auch das Display, was die ganze Zeit an ist. Wenn ihr das Display dann einfach mal aushaben wollt, wenn es zum Beispiel irgendwo in einem Büro ist und ihr einfach keine Lichter mehr haben wollt oder in einem Schlafzimmer, dann könnt ihr den Knopf einfach zweimal drücken. Und dann fadet das Display aus. Die Ladefunktion ist natürlich weiterhin gegeben, aber ihr habt einfach nicht mehr das Licht an dem Netzteil. Wenn ihr das Display dann wieder anhaben wollt, um wieder den Überblick zu haben und einfach um dieses Gadget vollumfänglich zu nutzen, dann drückt ihr einfach einmal kurz drauf und das Display fadet wieder rein und ihr habt, wie gesagt, diesen Überblick. Also ich finde es total praktisch, dass ihr da wirklich einfach die Modis einstellt. Es gibt immer diese kleine Übersicht, wie ihr die Kabel stecken könnt, um welche Leistung rauszubekommen. Das ist bei AceFast natürlich in der Anleitung drin, aber auch hier auf der Rückseite habt ihr einfach eine Übersicht dafür. Ich finde es natürlich noch mal viel cooler, dass es da jetzt einfach in dem Display mit drin ist. Also für mich ist das wirklich auch ein bisschen ein Technik-Gadget, was wirklich auch gut aussieht. Also das macht sich auch schick, wenn es dann auf dem Schreibtisch platziert wird oder irgendwo auf einem Sideboard, wo ihr dann irgendwie eine Ladestation-Situation habt. Für mich, ganz ehrlich,
Das sind alles irgendwelche Ladegeräte, die ihr komplett mit einem so großen Netzteil ersetzen könnt. Dadurch kriegt ihr einfach ein bisschen weniger Krust, Kram, der irgendwo bei euch rumliegt, braucht weniger Stecker an eurer Steckdose und in dem Fall sieht es, wie gesagt, auch noch richtig schick aus. Wie gefällt euch das Teil? Was meint ihr? Lohnt sich das? Wir liegen hier irgendwo in dem Bereich 80 bis 90 Euro. Ich glaube, für ein Netzteil, das viele andere Netzteile ersetzt, also ihr könnt damit zum Beispiel auch euer MacBook Pro, euer MacBook Air, eine Nintendo Switch, alles Mögliche laden und dementsprechend ist das ein richtiger Allrounder, der auch noch cool aussieht dazu. Schreibt es mir gerne in die Kommentare, was ihr davon haltet. Lasst dem Video ein Like da, wenn ihr mehr solche Videos sehen wollt. Abonniert einfach den Kanal und ich freue mich schon bis zum nächsten Mal. Ciao!